Zeit für die Wahrheit. Der Staat hat in der Corona-Krise Millionen Menschen geschädigt, körperlich, psychisch und existenziell. Er hat Zehntausende Menschen umgebracht. Warum? Weil er die Bürger in einen Lockdown, der völlig sinnlos war, hineingetrieben hat, weil er sie in eine meiner Meinung nach kriminellen Covid-Impfkampagne hineingetrieben hat, mit einem Impfstoff, der bekanntermaßen nur einen marginalen Nutzen hat und ein riesengroßes Nebenwirkungsspektrum. Der Staat hat sich dabei vor einen Karren eines Riesennetzwerks spannen lassen, welches massiv unter Druck stand, 4000 Corona-Patente endlich zu Geld zu machen, koste es, was es wolle. Und machen wir uns nichts vor, der gesamte Lockdown, der Maskenzwang, ja, das Aufhetzen der Bürger, die Diffamierung der Kritiker hatte nur ein Ziel, den Leidensdruck zu erzeugen, damit ein Ladenhüter aus der Biowaffenforschung endlich zu einem zivilen Verkaufserfolg geführt werden konnte. Das kann in der Summe eigentlich nur als Angriff auf die Zivilbevölkerung bewertet werden, exekutiert vom Staat. Hierbei wurden schwere Verbrechen begangen, namentlich von den Minister Spahn und Lauterbach und von den Institutsleiter Wieler und Cicucek. Meiner Meinung nach müssen wir über fahrlässige Körperverletzung und fahrlässige Tötung sprechen. Wenn wir ein Rechtsstaat sind, müssen diese Verbrechen vorm Gericht landen, denn die nächsten Angriffe dieser Art sind bereits in Planung und werden weiter unsere Gesundheit beschädigen. Deswegen sage ich, die Corona-Krise ist erst vorbei, wenn die Verantwortlichen vor Gericht stehen. Also eine Reihe, muss man sagen, massiver Vorwürfe, die wollen wir hier in dieser Runde auch gleich in Ruhe diskutieren. Ich möchte aber einmal mit Ihnen persönlich an die Anfänge der Pandemie zurückgehen und auch auf Ihre Rolle. Sie sind niedergelassener Arzt, Sie leben in Heidelberg und Sie haben auch zu Anfangs geimpft. Ich habe ganz wenige sehr alte Patienten geimpft, weil sie gesagt haben, sie wollen ihre Enkel, ihre Kinder im Ausland besuchen und sie brauchen es. Sie haben mich wirklich angefleht. Ich habe sie massivst aufgeklärt. Sie haben mir 10, 15 Seiten dicke Aufklärung bekommen und habe sie gesagt, wollen Sie es trotzdem? Dann haben sie gesagt, ja. Dann habe ich das getan. Aber nach 8 Mal habe ich gesagt, ich kann es nicht mehr verantworten, habe aufgehört. Warum kam Ihnen der Gedanke, ich kann das nicht verantworten, ich mache das nicht mehr? Weil diese Impfung meiner Meinung nach gegen alle Standards zugelassen wurde. Alle Standards der Arzneimittelsicherheit wurden gebrochen und auch danach. Die Überwachung hat überhaupt nicht funktioniert, auch mit Regelbruch. Weil auch das Ganze eigentlich ein Zwang war. Es ist so, dass durch meine Vorarbeit, ich habe ja viele Bücher zum Medizinsystem geschrieben, zur Wissenschaft, wusste ich, wo die guten Leute sind. Ja, die guten Leute waren in Deutschland Sönigsen, Mühlhauser zum Beispiel oder Schrappe und in den USA Ioannidis. Das sind die führenden, die Top-Epidemiologen. Und ich habe mich an denen orientiert und die haben sehr schnell gesagt, das ist völlig übertrieben. Die Infektionssterblichkeit entspricht einer mittleren Grippe. Das hat sich auch nicht geändert. Und da war mir von Anfang an klar, das läuft schief. Hier wird irgendeine Nummer gefahren. Am Anfang dachte ich noch, es ist einfach Irrationalität oder es ist Unfähigkeit. Ich hätte mir diese Covid-Impfkampagne nicht träumen lassen. Als sie dann durchgezogen wurde, selbst bei Kindern, war mir klar, es ging immer nur um die Zulassung dieses Ladenhüters. Und dann habe ich eben recherchiert. Da stoßen Sie auf Menschen, die sich mit Patentrecht auskennen. Und Sie sehen, was eigentlich die Corona-Forschung war. Seit 25 Jahren manipuliert man Coronaviren mit dem Ziel, angeblich, um sie besser erforschen zu können und Gegenmittel zu verwenden. Aber die Betreiber dieser Corona-Forschung sprechen ganz offen darüber, dass es Biowaffenforschung ist. Und sie brauchen bei Biowaffen ein Gegenmittel. Da bietet sich die mRNA-Technologie an. Nur haben die einen enormen Finanzbedarf aufgebaut. Ja, wir sprechen hier von den Leitern der großen amerikanischen Gesundheitsbehörden, aber auch den chinesischen Behörden, den zwei größten Stiftungen, die wir haben, Gates-Stiftung, Wellcome Trust, Big Pharma. Und da floss wahnsinnig viel Geld rein. Und es ist ihnen nicht gelungen, in 25 Jahren einen zivilen Verkaufserfolg zu erzielen. Da wurden viele vom Patentamt abgelehnt und so weiter. Und die sprachen selber davon, man muss einen Hype erzeugen, damit wir unsere Investoren zufriedenstellen können. Und da gab es dann diese besondere Situation, ich möchte dich nicht zu lange dozieren, aber es gab diese besondere Situation. Wir wissen doch heute, das ist doch in den USA heute die führende Meinung, in Deutschland wird immer noch gemauert. Aber dieses Virus ist ein manipuliertes Virus aus der Gain-of-Function-Forschung, finanziert von diesem Netzwerk, aber hergestellt in Wuhan. Und es ist da mit einem Unfall wahrscheinlich freigekommen. Peking hat komplett überreagiert, weil die wussten, das ist ein Produkt der Biowaffenforschung und hat den schärfsten und unmenschlichen Lockdown der aller Zeiten praktiziert. Dann hat sich Gott sei Dank dieses Virus als relativ harmlos herausgestellt, nicht für den Einzelnen. Also man kann daran sterben.
Aber für die Gesellschaft war es nicht gefährlicher wie eine mittlere Grippe. Das zeigen alle Daten. In Deutschland gab es Leerstand in den Krankenhäusern. Und dann war im Februar eine ganz wichtige Phase gewesen. Denn der Westen hat sich dem Hype nicht angeschlossen. Sie können Zitate hören von Wieler, von Drosten, von Spahn, die gesagt haben, es ist eine Grippe. Und Ende Februar hat sich das ganze Ding gedreht, weil dieses Netzwerk seinen riesengroßen Einfluss, ja, die haben den größten Forschungsetat der Welt, genutzt hat, die westlichen Regierungen in Panik zu versetzen durch Modellrechnungen. Es ist doch, man weiß doch, dass Wieler und Drosten zu Seehofer gegangen sind und den Seehofer in Panik versetzt haben. Und dann quasi war der Westen, waren die Regierungen zu schwach, ja, um dem zu widerstehen und haben quasi sich vor diesen Karren spannen lassen. Und dabei sind einfach diese Verbrechen begangen worden und da müssen wir drüber reden.